Doch nach Spielende kam der Trainer der Siegermannschaft, Klaus Toppmöller, auf mich zu und gratulierte herzlich. Auch Klaus Augenthaler war stolz, dass er mich, wie sein Kollege aus Leverkusen sagte, aus dem Hut gezaubert hatte. Leverkusen fliegt mal schnell nach Rio und kauft sich für 20 Millionen einen Brasilianer. Wir holen uns den von Türkgücü zum Nulltarif aus der Landesliga, erzählte er den Journalisten. Der Kölner Express titelte daraufhin am Montag: Kakao, der Aldi-Brasilianer. Neben den beiden Toren war für mich aber die größte Freude an diesem Tag, dass mir am Ende des Spiels Lucio sein Trikot mit einem anerkennenden Klaps auf die Schulter überließ. Eine Woche später, gegen St. Pauli, saß ich nur auf der Bank. Klaus Augenthaler erklärte das später damit, dass der Druck für mich nach dem Leverkusen-Spiel zu groß gewesen wäre. Er sagte der Presse, da hätte doch jeder gleich wieder zwei Tore von ihm erwartet. Klar, ich hätte gern gespielt, aber Ansprüche konnte und wollte ich keine anmelden. Eigentlich wäre ich Mitte Dezember bereits in Brasilien gewesen. Ich hatte den Flug irgendwann im Herbst gebucht, als ich noch in der zweiten Mannschaft gespielt hatte. In der Bayernliga begann die Winterpause gut zwei Wochen früher als in der Bundesliga. Selbstverständlich konnte ich jetzt nicht zu Klaus Augenthaler gehen und sagen, Entschuldigung, ich habe schon vor längerer Zeit einen Flug nach Brasilien gebucht und bin deshalb bei den letzten beiden Spielen vor Weihnachten nicht da. Ich wäre dann wahrscheinlich auch bei den folgenden nicht mehr dabei gewesen. Osmar hoffte, der Verein würde die Kosten für die Umbuchung und den Aufpreis für den nun teureren Flug übernehmen, aber seine Anfrage wurde abgeschmettert. Fast ein Kulturschock. Ich konnte es nicht erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Auf dem Flug nach Brasilien zählte ich zuerst die Stunden und am Ende die Minuten bis zur Landung. Knapp 2 Jahre war ich nicht hier gewesen. So lange hatte ich weder meine Familie noch Tamara gesehen. Es hatte sich viel in meinem Leben verändert. Aber ich hatte keine Zweifel, dass es sofort wieder so sein würde wie früher.